Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video von der Leute. Heute spielen wir die Play. Jemand hat sich gerade von Denver gewünscht. Finde ich okay. Muss nicht sein, aber ist okay. Und ja, wir spielen mit dem Perks ansteckende Angst, monströser Schrein, Nurse Calling und brutale Stärke. Ich dachte echt, man kann da hochspritzen. Als ob. Ja, das erste, was ich machen werde, Leute, ist einfach hier die Tür aufmachen, weil das einfach sehr gut, wenn die offen ist. So. Na, meine lieben anderen Leute. Aber wir hängen jetzt erstmal auf, dass wir zumindest mal einen Hook haben. Nicht, dass sie dann noch aufheben. Das ist echt nicht gut. Wir müssen vier Überlebende an maximaler Infektion landen lassen und die dann mit unserem Schlag knocken. So. Wir auch noch weg. Billy. Maximaler Infektion leiden und dann knocken. Nummer uno. Er ist aber schnell an maximaler Infektion am Leiden gewesen, ne? Jane Hook ist jetzt wieder ausgeglichen, da ich jetzt ihn hier habe. Ich frage mich, ob das so welche sind, die sich healen, weil wenn nicht, ist die Quest jetzt gar nicht so einfach, meiner Meinung nach, zu erfüllen. Dauer Nummer 2 an maximaler Infektionsleiden, denn I don't know. Okay, da hat sich jemand geheilt. Für mich gut, für sie könnte das alles sein. Ich weiß nicht, ob man sich da ansteckt, deswegen. Das war jetzt nicht so positiv, aber. Bro, das ist immer so das, wo ich mir denke, was hattest du vor? Was verdammt normal hattest du vor? Da ich Grenz kaputt machen muss, passt es, wenn ich jetzt einfach mal kurz hier hingehe. Leute, hier kann ich das echt gut machen. Den Ausgang brauche ich jetzt, dass ich ihn hier rausbringen kann. Ich habe aber gehört, da oben ist wieder einer an den Jen gegangen. So. Ich hoffe, sie denkt jetzt nicht, dass ich sie nicht gehört habe, weil das hat man eindeutig gehört. Also.
No hate, aber. So, wir haben zwar eine Quest, aber wir können ja trotzdem auch das hier nehmen. Bro. Das war Cut Lost von mir. Aber es war correct guess, dass er hier durchgeht. So. Also die Frage, was er damit gerade vorhatte, muss ich glaube ich nicht beantworten. Mensch, Leute. Hinterlasst mir doch keine Quatschspuren, wollt ihr mir das noch einfach machen? Aber ich muss jetzt die Gens unbedingt ablaufen. Ich weiß, dass er unten geblieben ist. So. Oh, hier jemand, der dead ist. Bro, du leidest schon an maximaler Infektion, also. Ja, ich weiß nicht, ob es erzählt oder ob ich vier verschiedene damit treffen muss. Das habe ich. Weil sie war ja schon maximale Infection. Ne? Sie ist jetzt aber dead, das ist ganz nützlich, würde ich mal sagen. Einer weniger und noch zwei Gens. Das wird dann erstmal ein bisschen schwerer für die. So, aber wir nehmen jetzt erst nochmal hier die Reinigung des Verderbens. Bösartigkeit? Nee, Verderbens. Ach, keine Ahnung. Die überfordern mich manchmal, wenn es so viele. Ah, oh, also wenn die jetzt hier da oben machen, das fände ich eigentlich ganz geil, weil dann sind die anderen Gens so nah beieinander, wenn man das so sagen kann. Also ob man nah beieinander sagen kann. In dem Zusammenhang weiß ich nicht. Rosie habe ich noch nicht einmal gesehen. Unten. Okay, oben war keiner am Gen ansteckende Angst. Das ist ein neues Wildpferd. Ich habe Wildpferd, also wenn ich solche Wildpferd spiele, ich habe es noch nie gemerkt, dass das was bringt. Also fragt mich, ob das wirklich was bringt. Nur noch vier Hooks. Das ist schon wieder so eine gute Runde wie mit dem Geist, die Runde letzt. Bro. So, ich tunnel nicht, deswegen geht's auf den Bill. Den wollen wir dazu bringen, an maximaler Infektion zu leiden. So. Rear. Ob es jetzt schon die vier sind, ich habe keine Ahnung. Aber ich gehe jetzt nicht komplett darauf, ne? Also, ich meine, ich versuche schon hier rauf zu gehen, so auf die Hooks. Oh, der ist auch tot, okay. Interessant. Dann ist die Elodie, ist jetzt erst Second Hook und die andere ist auch Dead Hook. Das ist eigentlich schon nützlich. Dann könnten wir jetzt versuchen, erstmal die Elodie noch zu finden. Beziehungsweise. Wait. Kotzi, kotzi, kotzi. Ich hätte mir vorstellen können, dass einer sich einfach in so einen Schrank hier reinsetzt. Das
Crow haben sich mit diese Gents hier sehr lange außer Sicht gelassen. Elodie. Komm, wir tryen es doch mal, falls es nicht ausreicht. Leute, so kann man mit ihr eigentlich richtig gut playen, weil du kriegst ihr so schnell dann Knock dadurch. Also nicht Knock, aber. So schnell kriegst du die ja dann. Wie heißt's? Dass sie verletzt sind, ne? Die hätte es auf jeden Fall gespawnt. Hier ist nichts dabei, wo die spawnt. Nur noch mal kurz so. Der Nützlichkeit halber. Wir haben 25% mehr Blutpunkte in allen Kategorien für uns dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass die andere Main Building ist. Leute, guck mal, wir haben schöne Zeit. Ich weiß nicht, ob da jetzt einer dran war. Wir gehen da einfach mal hin, da wir eh das Sachen kaputt machen müssen. Die hätte es ja auch schon gespawnt. Die könnten wir auch gleich anfangen zu suchen. Ah, okay. Das sagt uns, sie war hier ran. Lieber hier auf jeden Fall ran. Wir gucken mal auf dem Weg, ob wir die Hedge finden. Da wo wir jetzt überall langlaufen. Was ist mir richtig oft passiert in letzter Zeit ist als Survivor, dass ich die Hedge sehe. Have a great time. Meines Erachtens müsste die Hatchet auf der anderen Seite sein. Also hier irgendwo in dem Umkreis. Sie hat die Hatchet, oder? Ja, aber es war eine gute Runde, muss ich sagen. Es war eine gute Runde. Die hat noch 2 Gens gebraucht. Also bin ich mit zufrieden. Beschädigen vielleicht die Quest auch mal fertig. Da wäre ich echt froh rüber. Ja, okay, perfekt. Perfekt. GG. Mal gucken. Ein Pip, aber ist okay, ne? Also. Man braucht echt 3 schillernd. Ach du meine Güte, okay. Ja, was soll ich dazu sagen? Matchmaking war ganz okay und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.